In wenigen Tagen erfolgt die Markteinführung des neuen Kia Sportage. Der Nachfolger des Bestsellers ist optisch insbesondere durch die markante Frontpartie mit den sehr weit oben und nach hinten gezogenen Scheinwerfern zu erkennen. Neben den bekannten und bewährten Antriebsaggregaten hat sich in technischer Sicht eine neue Motorisierung in Form eines 1,6 Liters Turbobenziners mit 130 kW, 177 PS eingefügt. Das satte Drehmoment von 265 Newtonmeter bereits ab 1500 Umdrehungen wird wahlweise auch über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe auf Vorder- und Hinterachse weitergeleitet. Die Materialanmutung im Innenraum sowie die Verarbeitung war bereits beim Vorgänger auf sehr hohem Niveau. Umfangreich war und ist auch die Sicherheitsausstattung. Der Sportage überwacht je nach Ausstattung per Kamera und Radar sein Umfeld in alle Richtungen und lässt diese Information in die Assistenzsysteme wie Totwinkelwarner, Notbremsassistent, Spurhalteassistent und Querverkehrswarner einfließen und vermeidet damit gefährliche Situationen.